Harry sagt Hallo und guten Morgen. Guten Morgen hier Singapur, das heißt Ortszeit 6 Uhr und 45 Minuten. Gran Canaria Ortszeit 22 Uhr 45. Ja, und ich möchte mich jetzt hier verabschieden und dabei einen ganz lieben Gruß an den Ralf für seinen Einsatz auf Gran Canaria, für die Vertretung, für die Wettervertretung. Das hat er richtig toll gemacht. Ich finde das klasse, dass er sich so viel Mühe gegeben hat, die Zeit genommen hat und vor allen Dingen ja dann kontinuierlich das Wetter berichtet für die ganzen Gäste, Menschen hier im Kanal, für mich, für alle. Ja, Ralf, recht herzlichen Dank dafür, dein Engagement und an die Antje, die das Ganze dann ja auch hochgeladen oder runtergeladen hat, auch recht herzlichen Dank, auch für ihre Mühe. Das ist ganz lieb, dass ihr das gemacht habt. Und der besondere Gruß gilt euch hier mit dem kleinen, mit der kleinen Grußkarte aus dem Hotel hier Dorset. Ja, ich zeige euch jetzt noch mal was von oben. Es geht ja jetzt dann auch gleich Richtung Flughafen und dann geht es weiter Richtung Vietnam. So, das noch mal hier aus dem Foyer und ich werde noch mal nach oben fahren. Ja, bald ist er wieder zu Hause, der Ralf, und schaut sich dann das Wetter von Gran Canaria an. Ja, vielleicht haben wir ja jemanden, der Vertretung machen möchte, wenn jemand das sieht und gerade auf Gran Canaria ist und Lust hat auf einen Wetterbericht, auf ein kleines Wetter, auf eine kleine Info, der kann das gerne machen, einfach an die Ante schreiben oder im Kommentar dann wiedergeben. So, ich fahre jetzt mal schnell nach oben und dann zeige ich euch noch einen kleinen Rundumblick. So, ich bin hier auf der Dachterrasse in der 7. Etage des Hotels Dorset. Ja, und ich zeige euch noch mal schnell hier den Blick. Vor dem Sonnenaufgang einmal hier, die Terrasse ist jetzt nicht so spektakulär. Hier hat es ein paar Pflanzen, da hinten stehen ein paar Liegestühle, aber der Blick ist schön. So, und jetzt vor dem Sonnenaufgang, ich schaffe es leider nicht zum Sonnenaufgang, das ist in ungefähr einer halben Stunde, in 25 Minuten, aber da geht es dann schon in Richtung Flughafen. So, also nochmal recht herzlichen Dank, Ralf, für dein Engagement. Der Gruß und diese Grußkarte ist speziell für dich und für die Antje, weil ihr so gute Arbeit geleistet habt und ja, dass du dir die Zeit genommen hast und die Mühe gemacht hast, das Wetter zu berichten. Das ist jetzt für dich und für die Antje und für alle anderen natürlich auch. So, das ist der Blick, die Skyline. 20, 25 Minuten vor dem Sonnenaufgang. Da unten hört man sogar Hähne, Krähen gerade. Wenn es hell wird, die Sonne müsste da drüben irgendwo aufgehen. Die Wolken ziehen schnell. Ja, es ist einfach eine gigantische Stadt und ich muss sagen, ich habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt. Auch die Menschen alle nett, freundlich, hilfsbereit, zuvorkommend. Und ja, recht herzlichen Dank auch an die gastgebende Stadt, den Stadtstaat hier. Und ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Eine großartige Überraschung hier erlebt. Und ich werde, wenn es geht, wiederkommen und dann ein paar Tage länger bleiben, weil die 5 Tage, die sind ja wie im Fluge jetzt vergangen und es gibt so viel zu sehen, das war ja nur der kleine Einzugsbereich hier, sagen wir mal 10, 15 Minuten zu Fuß, 20 Minuten zu Fuß und 15 Minuten mit der MRT, der Schnellbahn hier. So, ich grüße alle anderen jetzt. Ich lade das Video auch ziemlich zeitnah nach oben. Und ihr könnt euch das dann auch gleich zwischendrin ansehen. Harry Spezial, ein Dankesgruß und ein Abschied gleichzeitig hier aus Singapur. So, ich zeige euch noch hier das Dorset. Und
Ja, mit dem Blick hier sage ich hasta luego, macht's gut, bleibt gesund und nochmals danke Ralf und danke Antje.